Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Dorfleben in Thailand. Bei uns wird ein bisschen verschönert und auch renoviert. Aber das zeige ich euch später. Zuerst einmal kommen hier zwei Jalousien ans Fenster. Machen wir das. Hier scheint morgens die Sonne. Das blendet. Das sieht diverser Maschinen leicht aus. Dann bekommt die Küche einen neuen Kantenschutz. Dieser Kantenschutz, den wir zurzeit haben, ist eh nur provisorisch gewesen. Das betrifft einmal die Innenküche und auch die Außenküche. Hier kann man schon sehen, dass es an den Kanten abgeplatzt ist und wird durch die Leisten kaschiert. Und der andere Vorteil ist, es kann nicht weiter aufplatzen. Abgesehen auch davon, dass es nicht schön aussieht. Und dann haben wir ein etwas kleineres Problem. Wir haben Angst, dass uns die Decke vom Carport auf den Kopf fällt, respektive aufs Autodach fällt. Das ist ja die Ostseite, die Wetterseite. Und man kann sehen, dass der Wind und der Regen die Platte schon aufgeweicht hat, beziehungsweise schon Risse in der Platte sind. Wir haben schon einmal die Kanten ausgebessert, aber jetzt ist es wirklich soweit, die Platte muss weg, muss erneuert werden. Das ist wieder eine schöne Beschäftigung für einen Sonntagnachmittag. Nun gut für mich, ich habe einen einfacheren Part, ich dokumentiere das nur. Auswechseln und reparieren machen andere. Zuschauer auf diesem Kanal wissen, dass ich zwei linke Hände habe und dafür nicht zu gebrauchen bin, für diese Art von Arbeit. Ich kann nur alles verschlimmbessern. Jetzt will ich das komplette Dach auswechseln, sondern nur das Stück, was beschädigt ist. Und das, was ich sehe, gefällt mir erst einmal. Die Platte ist auch schon da, jetzt muss es zurechtgeschnitten werden, angebracht und dann brauchen wir Farbe. In der Innenküche hat sich noch nichts getan, aber es geht alles einen sozialistischen Gang. Ich bin da sehr zuversichtlich. Jetzt heißt es im Baumarkt Farbe kaufen. Schmirgelpapier. Es soll ja schließlich vernünftig aussehen. Noch ein bisschen Werkzeug gekauft. Pinsel. Ja, Filler. Und jetzt ab zur Kasse. Die Leisten in der Außenküche sind angebracht. So richtig begeistert bin ich nicht. Aber hier gibt es auch wirklich viele Ecken und Kanten. Was macht die Decke? Die Deckenplatte wird gerade zurechtgeschnitten. Da sind wir mal gespannt, wie lange diesmal diese Decke hält. Das letzte Mal 1,5 Jahre. Also 2 Regenzeiten. Es ist alles glatt geschliffen und dann muss nur noch gestrichen werden und dann sieht das aus wie neu. Entscheidend ist, dass die Ritzen und Fugen auch abgedichtet werden. Sonst läuft wieder Wasser rein und dann haben wir wieder in absehbarer Zeit das gleiche Problem. Jetzt werden hier noch die kleinen Kanten und Risse zugespachtelt. Hier sind die Stellen schon ausgebessert worden. Da ist auch nichts mehr zu sehen. Dann braucht dieser Bereich hier nur noch gestrichen werden und dann sieht unser Carport wieder aus wie neu. Und über den Carport findet sich der Balkon. Den Zugang vom Schlafzimmer auf den Balkon. Und mit einer schönen Aussicht. Gut, beim Nachbarn ist der Ausblick nicht so schön, aber wir haben Bäume gepflanzt. Und mit der Zeit wächst das alles zu und dann sehen wir nichts mehr davon. Die Zeit wird es richten.
Was macht unser Rasen? Unser Rasen muss einmal die Woche gemäht werden. Die Bäume, die wir letztes Jahr radikal gestutzt haben, stehen auch schon wieder prachtvoll da. Wobei dieser hier schon zum zweiten Mal gestutzt wurde. Aber ihr wisst ja, Besen still in den Boden rammen und nach einem Jahr hast du einen Baum. Hier hat der letzte Sturm ein bisschen gewütet. Das muss auch repariert werden, beziehungsweise die Bambusstangen müssen neu miteinander verbunden werden. Also auch keine große Aktion. Ansonsten kommt jeden Monat etwas Neues hinzu. Wir haben allerdings noch einige Baustellen. Wir müssen das Koi-Becken noch erweitern. Jetzt wird erst einmal gegessen. Sompet, schmeckt es? Schmeckt gut. Und was gibt es? Panierkei. Salat, Gung, Hühnchen, Suppenhuhn. Sieht lecker aus. Kleine schöpferische Pause und dann wird weitergearbeitet. Es muss noch gestrichen werden. Jetzt ist unsere Küche doch etwas anders verschönert worden, als wir uns gedacht haben. Denn jetzt haben auch hier diese Kanten eine Umrandung bekommen. Das war so gar nicht geplant. Sieht aber ganz gut aus. Und das heißt für uns, für die Innenküche müssen wir neue Leisten kaufen. Aber das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall sieht das schon mal wesentlich besser aus als zuvor. Und jetzt die außerplanmäßige Verschönerung hier. Das sieht aber ganz gut aus. Es gefällt uns. Das lassen wir auch so. Die Jalousien gefallen im Sumpet nicht und wir versuchen sie jetzt umzutauschen. Das scheint auch kein großes Problem zu sein. Denn wir wollen andere haben. Wir haben schlicht und ergreifend falsch gekauft. Und hast du umgetauscht bekommen? Gutschrift. Ja. Ja. Und dann eventuell nachzahlen. Gut. Jetzt stehen wir hier vor den Jalousien und warten darauf, dass wir die richtigen Jalousien, die Sompet ausgesucht hat, aus dem Lager bekommen. Unsere Aluminiumstangen für die Innenküche haben wir auch schon und die beiden versuchen hier ihre Kräfte zu messen. Eine von denen soll es jetzt sein. Die Jalousien haben wir mittlerweile auch bekommen. Jetzt wird noch ein bisschen geschaut und dann geht's ab zur Kasse. So, jetzt haben wir alles, ab nach Hause. Und es regnet, aber es hat schon wieder nachgelassen. Es war vorhin viel schlimmer. Aber wie heißt es so schön? Regen kommt, Regen geht. So, nebenbei ist auch noch unsere Dachrinne repariert worden, denn bei Starkregen tropft es hier direkt auf unsere kleine Terrasse. Unsere Carportdecke ist auch gestrichen. Sieht doch schon richtig gut aus. Es regnet. Ein typischer Thailändischer Landregen. Das kann noch einige Stunden anhalten. Das ganze Küchenequipment steht auf dem Boden. Und jetzt werden die Jalousien angebracht. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht gut aus. Hier ist jetzt auch weiß gestrichen. Vorher hing dort die Lampe. Jetzt haben wir den Ventilator. Und die Lampe hat natürlich einen hässlichen schwarzen Fleck hinterlassen. Der musste jetzt auch kaschiert werden. Und es ist gut gelungen. Die Farbe ist natürlich noch nicht trocken, aber das wird. Hier muss nachgebessert werden. Hier muss noch eine Schraube gesetzt werden, damit der Riss bündig abschließt. Und da muss noch mal gespachtelt werden und ein bisschen Farbe. Und dann soll es das auch gewesen sein. Die Jalousien hängen. Die Küchenleiste ist angebracht. Die Stufenleiste wird auch angebracht. Und das sieht doch alles recht gut aus. Also uns gefällt, was wir sehen. Gefällt dir das? Ja. Nachdem wir alle so viel gearbeitet haben, muss natürlich auch jetzt lecker gegessen werden. Sompet, was gibt es denn?
Shabu. Shabu. Shabu, Shabu. Shalalalala, Shabu, Shabu. Die Reparaturen sind beendet. Die Schönheitsreparaturen. Die Aluminiumleisten sind angebracht. Die beiden Jalousien sind auch installiert worden. Sehen auch ganz stylisch aus. Uns gefällt's. Die Aluminiumleisten in der Außenküche sind auch komplettiert. Die Lücke, die ich beanstandet habe, ist auch geschlossen. Gehen wir also jetzt mal zu unserem Carport. Die eingesetzte Deckenplatte wurde noch mit einer Schraube fixiert, nochmal gespachtelt und drüber gestrichen. Jetzt sollte es halten, beziehungsweise jetzt sollte kein Wasser mehr eindringen. So nebenbei wurde auch die Dachrinne repariert. Hier sollte jetzt auch kein Wasser mehr auf unsere kleine Terrasse tropfen, beziehungsweise unsere Terrasse unter Wasser setzen. Das soll es auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst auf eurem Kanal Dorfleben in Thailand.